Mich hat der Eiger sehr fasziniert und auch wegen dem Eiger schlussendlich bin ich auf Grindelwald. Für den Eiger Nordland extrem motiviert und inspiriert worden. Zuerst mal, als ich auch als Zimmermann da in der Lehre war. Und mir das Holzhaus aufgelegt in Grindelwald. Also in dieser Zeit war es für mich wirklich sehr eindrücklich. Ich habe meine Route geklettert mit den Augen und ich wusste, so, sobald ich Zeit habe, nicht mehr da wieder Zimmer, werde ich den Eiger Nordland klettern. Meine Lieblingskletterin ist wirklich ein schöner, grosser, kräftiger, mächtiger Berg. Wo ich finde, der Berg ist das Wichtigste. Und da muss eine gewisse Ausstrahlung, Anziehungskraft haben. Die besten Tage, wenn ich mehrere Tage in der Wand bin, finde ich wirklich, da bin ich wirklich so absorbiert und in der Spirituality wirklich da drinnen. Und da kommt auch die ganze Intensität und das andere Leben, das Beste, da komme ich da so richtig zu spüren. Und das fasziniert mich am meisten. Das ist meine Lieblingsart, mich zu bewegen am Berg.